Normal spielen. Ich habe auch Stress mit Riot, der Tatsache, deswegen. Na klar, Digga, du bist Riot-Partner. Nee, nicht mehr. What? Naja. Du hast so gefeedet in League of Legends, dass du deine Riot-Partnerschaft verloren hast. Nein, das ist ganz anders, aber es ist zu lang, um das zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Aber der dritte Account. Ich weiß auch nicht, also das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich dazu sagen darf, aber es ist so, der zweite ist eigentlich richtig dumm, das habe ich auch gepostet. Also das musste zusammenhängen, warum die den gebannt haben. Und ich habe auch schon alle Fragen beantwortet. Jetzt wollen die noch mehr Fragen, dass ich noch mehr Fragen zum Account beantworte. Und das sind halt so Fragen dabei, welcher Account, also der ist ja schon über 5 Jahre alt. Den habe ich damals gemacht, als ich so viel LoL gezockt habe, offstream. Hm. Und die fragen mich, zum Beispiel, welchen Champ habe ich zuallererst gekauft, als Nicht-Skin? Mhm. So, weiß ich nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr, Digga. Was habe ich vor 5 Jahren zuallererst mal geholt? Weiß ich nicht. Da haben die mich. Da steht noch so Fragen, was habe ich mit Valorant gekauft? Aber auf dem Account habe ich nie Valorant gespielt, deswegen check ich nicht, warum die mich das fragen. Okay. Ja, und jetzt wie gesagt, der eine Account ist auch weg und dann wurde mir gesagt, ja, ich hätte auch einfach fragen können und Riot hätte mir einen Account gegeben. Da habe ich gesagt, ja, nee, ich habe gefragt, weil ich kein League-Partner bin, würden die das nicht machen. Und da auch mein erster oder zweiter gebannt wurde, ich hab's nicht so ganz verstanden. Du sagst, darfst nicht alles erzählen, erzählst uns komplett alles. Was skill ich? Du machst 3.de, dann WMAX. Also geh Level 1 einfach Q und dann maxst du E. 3 Punkte, dann W. Aber W muss ich auch einmal machen. Oh, das können wir fighten. Ich bin gerade kurz blind, aber Timo fokussen, Timo. Du kannst Timo fighten. Soll ich healen für uns wieder? Nice, stark. Reicht schon, mehr müssen wir nicht machen. Sehr so, gut. Geht. Vor dieser Samira müssen wir aufpassen, die ist. Wieso? Platin. Ja, ist fein. Schon sehr gut erklärt. Ja, ja, mal. Die Samira macht schon Early Game Damage. Das stimmt, das hast du recht. Aber auch ein sehr guter Auftakt. Warum ist Lulu gerade so stark als Support? Ist sie nicht. So einer der schlechteren Enchanter. Also. Hä? Sie ist nicht so gut. Wo hast du deine Informationen her? Ich gucke alle Ligen im Pro-Play. LCK, ich caste Korea, ich caste China, ich caste Europa. Ich alles an. Also ich immer, wenn ich morgens live gehe, ich will eigentlich mal so Gameplay sehen, da ist keiner live, nur Tolkien. Da ist immer ein Cast, irgendein Cast läuft immer bei Tolkien, ich schwöre. Das ist so Dauer-Cast-Sendung. Morgen um 8 Uhr geht's weiter, du. Bin ich online. Ja, ich will immer morgens immer so ein bisschen Gameplay beim Frühstück gucken. Morgen spielt Timon, morgen spielt Faker, ist wichtig. 8 Uhr. Mann, ich spiele hier wieder gegen den Gangplank oder geht mir richtig auf den Sack. Pass auf, diesen saugut Schrubbe. Da musst du jetzt mal zeigen, was du gelernt hast und defensiver spielen. Ist der im Busch? Ich glaube, Timo ist hier unsichtbar im Busch. Das ist ja im Busch. Ja, das ist ja gut für uns. Ich bin echt Level 3. Ich pushe ab rein. Müsste nicht mein Cosmic. Oh, da ist er. Wie Alpha irgendwie. Voll cool. Oh, genial. Das ist so toll. Ich finde so geil, einfach diese herausfordernde Stimme. Woher hast du deine Informationen? Ja, ich dachte, der ist sick. Ich muss Base, du kannst Dame, wenn du willst, aber ich hab viel Gold. Ja, das kann echt sein. Oh, ja, das ist fein. Genau, du machst jetzt 3 Punkte in DE Trimax oder nach WMAX. DW ist ganz, ganz wichtig für mich. Hä? Ja, die hat nicht genug Schaden für dich. Zum Glück. Dann machst du halt WE auf mich und ich renne dir einfach runter. Sobald du einen Sensor hast, da geht's richtig los. Okay, okay. Kann es aber eine Differenz geben zwischen was in, keine Ahnung, in der besten Liga in Asien und Korea stark ist und was in der Bronze Solo Queue stark ist? Auf jeden Fall. Ja. Riesiger Unterschied, aber trotzdem ist Lulu kein starker Champion. Also wenn du am Champion fragst, das Potenzial des Champions ist auf jeden Fall nicht das höchste. Okay, krass. Aber auf jeden Fall ist ganz andere. So gut? Wie bitte? Warum ist dann die Kombination Lulu Kog'Maw so gut? Ach, du bist ganz oldschool, also dein Charakter gibt quasi ganz viel On-Hit-Attack-Speed. Also du gibst mir quasi dein Pixie, deine Fee und dann macht die bei mir Schaden. Ich auto-attack die ganz, ganz viel und ganz oft und deswegen habe ich richtig viel Damage mit dir. Ist das E oder W? Deine E gibt mir Pixie. Genau, jetzt guck mal, jetzt fliegen dann die Projektile noch mit rüber von deinem. Dings hat kein Flash mehr. Flash raus. Ich weiß nicht, ob beide geflasht haben. Aber ich glaube, Gangplank hat er geflasht. Digga, Chef Strube, erstmal mehr Respekt, dass du da gegen den Platin-Gangplank noch nicht gestorben bist. Oder eskaliert er auch ins Late?
Ich habe gestern viel gelernt, wie man gegen Gamplan spielt von hier guten Tolkien. Ja, gestern hast du gut gegen gesmurft. Hoffentlich kriegst du deine Barrels heute getötet. Ja, Mumu ist hier. Kannst du mich buffen, nachdem wir nach vorne rennen? Wenn du mich wehst? Genau, sehr gut. Stark. Was macht der Temo, Digga? Der ist 0-4. Der Arme. Du kannst hier, glaube ich, recht früh Darkseid kaufen. Der wird oft sterben. Hab ich schon, das hab ich schon. Bei dem Temo warte ich nicht lange. Sehr gut. Mein E gibt hier... Es gibt mir ein Schild und dann der Passive ist dieser komische kleine Feengeist. Mhm. Und der macht richtig viel Schaden, wenn du mich damit hochfasst. Ist ein Gegner hinter uns? Ja, Fighter, schilde mich. Ups. Respekt. Die sind beide nicht schlecht, pass auf. Ja. Du hast noch Schaden, mach weiter, ja. Das ist scheiße. Schön. Ja, wo sind die alle? Alle tot. Alle tot, alle drei. Alle drei. Ja, die haben das eine war halt der Longs Klon. Also wenn du die meinst. Ach so, okay. Das waren am Ende nur noch zwei, die sind wäre waschen dead. Oh, nice, das ist nice, sehr, sehr gut. Nice, man, wir smurfboard den kaputt. Denk dran, 3.de, jetzt maxst du die W als nächstes, ja? Die W als nächstes. 3.q meintest du doch, oder nicht? Nee, 3.e. Fuck. Das ist auch okay. Dann mach jetzt 3.de und dann... Max einfach weh. Mach einfach Punkte weh. Ich max jetzt weh. Kannst du mir das Bett durchlesen? Der gibt der quasi, wenn der Gegner reinspringt, kannst du auf sie raufdrücken, dann wendest du so ein kleines Eichhörnchen. Das ist gerade gegen LeBlanc, wenn sie reinweht, sehr, sehr stark. Aber meistens solltest du es mir geben, dann kriege ich mehr Movement Speed und Attack Speed. Sehr wichtiges Stats für Kopma. Ja, Movement Speed und Attack Speed, das ist geil. Deswegen mag ich Nami auch so. Genau, genau. Das mit Arden Sensor später, dann das kracht. Aber der W gibt dir keinen Arden Sensor, nur der E dann, ne? Ah, du der spielst E kein, ist ein Shield. Genau, du spielst kein Arry. Wenn du Arry spielen würdest, würde ich es auch so kriegen, aber... Wird schon passen. Gibst du mir W und E. Sollen wir nach vorne laufen, wenn wir können? Ich bin blind! Ich merk's genau. Ups. Alles gut. Ich bin wirklich schon rich as hell, anyway. Geil. Hier muss auch safe wieder irgendwo unsichtbar. Da ist er. Oh ja. Wieso zeigt er sich denn und läuft dann weg? Was ist das? Wie viel smart das hier mit der Strube spielen? Das kriegen wir echt schlechte Gegner. Boah. Was ist das für ein Damage? Wobei. Ich könnte noch fighten, bin ich nicht stärker als der? LeBlanc, komm nicht. Brace, wenn du kommst, der hat gerade Drake gefinished. Ich geh mal ein bisschen warden, ja? Ja, mach das, ich geh Base. Wieder Base? Ich hab kein Mana mehr. Du weißt, du, das liegt daran, dass wir die so oft töten, dass sich viel Base lohnt, weil wir so viel Gold kriegen, weißt du? Okay. Ist auch nicht immer, dass es so gut läuft auf Botlane, dass wir direkt in den ersten paar Minuten 8 Kills kriegen. Chef Strobe mit dem Kill auf Toplane, let's go! Man kennt ihn. Nice, man. Mal gucken, ob die Gangplanks anfallen, wenn man dich gegen dich ihre Mechanik benutzt mit der W. Können sie sich echt Toplane. Wer denkt dann von gestern, Chef Strobe, mit den Platten da oben? Die erste war okay, die zweite ist jetzt schon Grief von dir. Echt? Ja. Jungler ist ja unten, ne? Aber nee, Jungler ist bei dir, aber du kommst nicht mehr in die Base jetzt. Ah, true. Und er hat ihn jetzt auch geholt. Scheiße. Genau, aber jetzt kann er die Wave pushen und danach deine Platten wieder nehmen. Also das ist dumm von dir nicht zu basen, basically. Wenn ihr die beiden wollt, beide nicht viel basen, kann das sein? Also. Nee. Das ist mir auch noch aufgefallen, gestern wie heute. Shit. Ich habe so viel Zeit gerade verloren. Das war so dumm von mir. Das war dumm jetzt gerade. Das war fucking Bullshit von mir. Brauche ich Tomago? Das muss ich echt noch in die Gedanken rufen mit dem Basen, da hast du echt recht. Du machst halt das Leben einfach härter sein musst dadurch. Aber du bist trotzdem top sehr gut dabei, also alles gut von dir. Du hast bald wieder Teleport, bist fein. Schöner Polymorph!
Okay, in 20 Sekunden. Schöne Ult. Ich hab bloß gerade keinen Autorex mehr, weil ich blind bin. Versuch's, Chat. Und deine Lulu. Super. Nice, Mann. Ihr beide poppt auf. Top-Lane Solo-Kill. Bot-Lane smurfst du. Ich muss nur Rechtsklick drücken. Well done. Geil. Na gut, du hast halt schon irgendwie 5 Kills, ne? Ja, nur wir sind auch nicht schwach. EW auf dich gemacht und Ult. Ich hab gar nicht. Komm, töte, doch, das Gute war, der Polymorph von mir war korrekt. Wenn nicht, dass du mich wehst dort. Gegen sie zu Polymorph war richtig. Und dann die Ult hat ihre Ult abgebrochen. Also deine Ult. Der Knock-Up hat seine Ult. Das war beides aus Versehen. Bei der einmal habe ich mich verklickt. Und dass sie überhaupt eine Ult hat, wusste ich nicht. Okay, da war mein. Ich habe Benachrichtigungen an über den scheiß Xbox Game Pass. Wie geht das aus? Keine Ahnung, noch nie benutzt. Scheiße. Hast du Polymer auf sie? Nichts ready, nichts ready. Ja, jetzt Leute, keine Rolle spielen, wir sind zu fett. Oh, warte, ich komm da raus. Ich krieg sie. Komm da raus, Chat. Nice. Ja, nicht so nice, aber it happens. Jetzt hab ich Ardent. Nice, Ardent Sensor, jetzt geht's Larry's Day. Ich komm doch nicht raus. Okay, aber ich hab beide Ults bekommen. Wie geht das aus? Ah. Kacke faktiert nach. Ruhig, schnell Hilfe, Chat, einmal vor jemanden. Chef Strobel, du kannst gleich Botlane gehen, wegen Top, okay? Okay. Ja, ich hab keine Ult. Ult. Und Flash. Ja, das hat auch schon einen tollen Job gemacht. Noch zwei Platten, dann die holen wir uns jetzt schnell. Wipe it to you. Kannst gleich Bot in die BF einsammeln gehen. Hm. Oh, das triggert ihm gerade andere Probleme. Okay, wenn du mich gleich wehen kannst, Trimax, dann können wir runterrennen. Ja, und zwar jetzt hast du? Let's go? Ja. Nice. Nice. Den W mache ich immer auf dir, sei denn was jumpt in uns rein. Und genau. Den E mache ich? Die E machst du auch einfach immer auf mich. Achso, das ist ja voll der einfache Champ dann. Richtig. Bisschen No-Hands-Champ. Wie stark ist Samira gegen mich? Ziemlich bad. Ihr Charakter ist ja kacke gegen dich. Kannst du verprügeln. Doch kein Fleisch, du kannst sie umhauen. Aber die ist halt Platin, ne? Nein, der Blind von Timo hat mich gefickt. Ich hätte sie gehabt. Close one. Aber eigentlich ist der korrekte Blind für dich, du machst Botlane nichts und wir nehmen halt Topland alle Platten und so, weil wir sind überzeugt. Ja. Ich hätte sie aber auch gehabt, aber der Blind von Timo hat mich einfach auseinandergenommen. Verstanden. Also, wie du nichts machen kannst, kann der halt oben gehen, nichts gegen uns machen, also. Oh, er ist hier, what the fuck? Vielleicht sind Don't Simmons auf Gäste auflaufen. Du kannst auch ihn polymorphen, der ist auch gut. Oder du kannst einfach mal. Also deine W ist polymorph. Ja, ja. Wenn die reinjumpen, Long, direkt W rücken. Schön. Und direkt tot. Geil. So krass, weil sie kann nicht direkt auch zurückspringen, weißt du? Das ist sehr, sehr gute Kombo. Als Timo ist einer der größten AIDS-Champs, die ich je gesehen habe. Der hat gefiedert, der ist 0-4 reingelaufen. Die kommen alle wieder. Ja, wir gewinnen. Ja, Gameplay ist wahrscheinlich leichter zu killen. Ich will das spielen. Ja, komm mal. Digga, du bist crazy. Krass. Es hat sehr gefeedet, dieses Game, ne? Also, lass es noch nehmen. Ich glaube, wir können den Turm tanken auf der Wave schon nehmen. Nice. Long, kannst du die Polymorph auch wieder? Nice. Warte, ich nicht ready. Kein Problem. Wir nehmen noch eine Wave auf süß. Ich hab noch bei Reus, können wir spielen. Digga. Wir haben auch viel Dating verstärkte Champions letzte Runde gespielt, ne? Also, jetzt sind wir halt so eine Teamfight-Draft mit Backhaus Gen. Die Runde können wir halt viel mehr machen, wenn wir nicht gekämpft wurden und so ein Shit. Nice. Krasse Scheiße, Mann. Also die Kombo ist einfach simpel und stark. Also ist halt sehr viel auch mit Stat-Check. Also wenn du einfach bessere Stats hast, gewinnst du halt. Komm mal, Lulu. Was mit der Gene kann den nächsten Turm noch holen? Also ich geb dir mit meinem W
30% Attack Speed und mit Arden Sender 25% Attack Speed. Das rechnet sich zusammen, ne? Ja. Aber multiplikativ, also wird nicht einfach radiert. Das ist nicht ganz so insane, aber ist immer noch halt der beste Item mit bei weitem. Ich werde ihn holen. Ich hab ein Problem. Was da ist? Ich hab ein Problem. Warte, ich muss vielleicht dem Jungler helfen. Scheiße. Ich hab ein Mods, du müsst mir einmal helfen. Ich hab ein riesiges Problem mit dem Xbox Game Pass. Der gibt mehr XP. Hat mal alle Champs freigeschaltet. Aber rentiert euch die XP, die man bekommt, so viel mehr? Weil ich glaube, es ist gar nicht so viel, oder? Stimmt. Ich hab ein echtes Problem. Eine Mail bekommen. Ja. Windows G Einstellungen allgemein. Okay, Windows G. Digga, ist das scheiße jetzt im letzten Game. Einstellungen allgemein. Benachrichtigung. Ja, ist halt ein normaler Game Chat, ne? In Quickplay. Of course. Fangen gleich. Kann der Amon bitte was machen? Was geht bei jetzt eigentlich auf Kopf mal danach? Wisst ihr das, Chat? Boah, hab ich das clean gespielt. Der war Tankbait oder was der Call? So Randuins? Poggers. Eigentlich drei Items reichen, ne? Wir könnten auf Flickerblades gehen für mehr W. Randuins, Jugshow, ist sonst was ich in Solo-Crew von früher kenne. Aber ewig kein Ramos, ey, kein Koma mehr gesehen. Du bist AFK! Der steht da AFK im Jungle rum. Der Arme, ist tot. Der hat losgelassen. Er ist tot. Aber warum? Das Game ist schon... Alter, hast du Attack Speed. Game ist schon sehr doomed. Ja, ich hab fast Max Attack Speed. 14-1. Komm, warte mal, auf die Blaskon. Warte mal, der den disrespected. Oh, hä? Was? Alter, der war auf K und der Gangfang hat ihn nicht getötet, der stand da einfach nur. War ja Team okay? Buff mich. Du bist so gebufft. Alter! Weiter jagen, weiter. What the fuck? Mehr Kills. Wir sind halt sehr gefeedet. Die jumpt gleich zurück, der Lebon, ne? Joke. Kann ich die snipen? Okay, ist so weit weg. So chasen wir nicht? Nein, wir nicht kriegen können. LeBlanc ist zu mobil. Also ich kann sie jedenfalls nicht jagen, so. Na, egal, wer kommt, kannst du mir einfach WE geben und wir können die Person töten und runterrennen. Normalerweise. Alter, zu was für einer Bestie wirst du denn? Das ist ja überkrass. Strobe retten, so Strobe retten. Oh ja? Good try. Boah, einen habt ihr, oder? Denke mal. Ich krieg keine Vision. Ich bin blind von Timo. Rette dich! Oh, du hast noch Ult. Gehabt. Ich dachte, hier reicht. Einfach in die Ult rein, du hast. Ja, das ist halt echt eklig mit Timo Blinds. Ich kann nicht auto-tanken. Hate das. Nice! Gibt es ein Szenario, wo ich mit Rumatra, Kog'Maw, Lulu spiele, damit wir Platin kommen oder nicht? Ich denke auf jeden Fall. Es ist eine recht simple, starke Combo. Einen schönen guten Abend, Herr Tolkien. Mach mal bitte so eine Tio-Nunu-Combo auf Bot. Ich habe leider noch nicht noch ganz bekommen, scheiße. Ja, es war jetzt ultra knapp weg. Ja, ist eine gute, simple, starke Kampf. Also es hat so eine. Du musst halt Lenic Phase auf jeder W spielen. Das Wichtigste ist, wenn du. Kannst du vielleicht Roma 13 und sie merken, dass es nur Fight ist, wenn man W ab hat. Die W auf Kog'Maw ist das Allerwichtigste. Nervig. Ohne W ist der Champion einfach nutzlos. Boah. Verrückt. Da sind wir dabei nochmal. Liebe an den Chat. Champ. Tolkien, verrückt, mach weiter, Champ, so kleiner als drei. Ey, liebe Mithril, danke an Niki Sandbein, lieber. Danke euch, Boys. Die Arme. Nice. Blank ist bei mir Botlane mit Timo. Wo ist Kog wieder Mitte? Jo, wir gehen durch Mitte durch. Können auch Botlane entlasten helfen, aber wir haben schon alle Turtles geholt. Wir könnten auch für Nash spielen, wir können den du und ich. Weiß ich, ja. Ich hab noch Moonstone Reno. Ich geb dir 45% Shield vom normalen. Ist ja überlecker. Der pinkt Nash, aber Nash ist gar nicht ab. Ja, das Topset reinlaufen, dass du hier wardest, das ist wichtig für den Nash gleich. Genau, wenn du hier, genau, und dann hier oben noch ein Ward, dort.
Ey, ist die geisteskrank. Genau, den sind die Nash, den sollen wir machen gleich. Tschüss, das sind die Weed Nash. Ja, was, wenn ich jetzt gekommen wäre? Wir hatten Vision von dir, deswegen was, ey. Okay. Jetzt genau, jetzt sehen wir alle, dank deiner Awards, und dann können wir Easy Nash holen. Die hat mich gefickt. Holy shit, hat die mich gerade auseinandergenommen. Ist nicht schlecht, du lenkst Lob auf deine Leute ab, wir kriegen während das Nash, ist nicht wert. Nice. Jetzt wird es Speedy gleich wieder, wir müssen sie töten, die darf den Turm nicht for free kriegen, die muss dafür sterben. Oh. Nicht dich, ja, ja, der Begon. Geflasht. Ich krieg leider keinen Kennen. Execute. Warte, macht sie gut. Und zum Gold, nicht schlecht. Okay, ab zum Drachen. Guck mal, wer da ist. Das Ding ist auch bei unserer Kombi, also ich bin wirklich der Tank. Ich kaufe auch ein bisschen so Tank-Items und du stehst einfach ganz safe und ich muss vorne Limits Cast-Tank kennen quasi. Ich hab auch TP für Drake. Digga, du bist ein Monster, das ist ja verrückt. Das sind doch hier angenommen. Ich stehe irgendwo ein unsichtbarer Timo, nicht vergessen, ne? Oh, da ist er. Der ist auch tot, oder? Nice, sehr gut. Haben wir nicht wieder Items für mein Back? Wir könnten, aber ich will nicht. Also wir können auch jetzt wahrscheinlich Botwave runterrennen, versuchen die das Game zu wenden. Ich komme mit. Die drei Boys. Ich ulte und dann machen wir einfach Auto-Attack, tot. Keine Ward mehr, ich war lange nicht mehr weg. Ja, Herr Strobel, hast du seit gestern noch mal ein bisschen hier Attack-Move-Click benutzt und so, die Settings von gestern benutzt oder? Ja, also, ja, okay. Ich hab's ein bisschen versucht, aber die Situation kam nicht so oft, ne? Okay, verstanden. Aber ich hab's ja auch hier schon wieder direkt gebindet gestern Abend. Sehr gut. Weil ich spiel gerade zum Beispiel nur mit A-Click. Hinter uns. Oh ja, ja, ja. Hier drauf. Sollen sie reingehen, wenn sie will? Lass nach vorne kiten, weg von der Gangplank, gut. Ich hab Gangplank. Nice. Hier die Flash rein, für mich wie schlecht. Geht ja gar nichts, oder? Die Wave da bekommen, ne? Ja. Jetzt ist vorbei, jetzt habe ich noch Mikaels. Nice. Haben die jetzt nicht gefokust? Ist das nicht überkacke? Ja, die sind verzweifelt, denke ich. Wir können ja wahrscheinlich rennen. 19-2 Kog'Maw und die greifen eine 0-3 Lulu an. Ein Turm und raus. Zieh durch, Chef Rubel, zieh durch. Oh. Ja, beides unter Kontrolle. Und noch 20 Sekunden Nash, wir sollten Base gehen damit. Oder wir sind gierig hier an der Wand. Hast du ein Ward? Kannst du hier rüberwarden? Geil. Lass ihn noch ein bisschen näher kommen und dann fight mir das. Und let's go. Wow, wichtig. Wichtig, guter Play. Lass Mitte pushen. Wir können noch hier kommen. Wir testen Limits. Wir enden. Komm, wir enden. Wir mit enden. Ja. Oh, ich kann nicht mehr einen Auto-Tag machen. Habt ihr das? Wir können das. Geil. Cock too strong. Das ist er wirklich oft. Das soll ich nicht zum ersten Mal. Ich war noch hier in diesem Bereich mit drin. Super. Nice, Mann. Das waren lustige Games. Ich freue mich. Das war krass. Leute, ich finde euer Projekt sehr cool. Mit dem Climpen wollen und generell League spielen und Ziel Platin bis eines Jahres. Ich hoffe, ihr schafft's. Scheiße, ja. Das ist cool. Wie gut bist du so als Teamcoach mäßig? Das ist auf eurem Level nicht effizient. Oder von wie vielen Leuten reden wir? Ja, bei der LAN-Party sind wir dann zu fünft und die waren alle mal Diamond 1. Du, also ich kann gerne bist du Rumatra Hanky. Du, ich hätte Bock drauf, aber ich glaube, bei euch ist mehr, sehr viel mehr individuell, als wirklich, dass wir über Marco reden, wann ihr wie rotiert und sowas. Das werdet ihr kaum machen. Echt? Also, wenn ihr allesamt Platin werden wollt, euer Marco-Game wird nicht so krass. Aber da gibt es ein paar Sachen, die kann man machen, gewiss. Okay. So mit Nash genau recallen und wo man mit Nash hingeht, solche Standardsachen, das auf jeden Fall. Ja, sowas. Das ist Fall. Ja alles neu. Ja, die waren halt alle Diamond 1 und 2 2013, ne? Das ist jetzt halt, das, ja, hat, das, ist lange das her. Hat sich schon verändert.
Aber habt ihr schon jemanden, der so der natürliche Shotcaller ist, der so die Entscheidungen trifft? Der Quarterback oder so? Keine Ahnung, was ein Sportvergleich wäre. Der Captain auf dem Platz? Der Captain wahrscheinlich vielleicht Big Spin. Dann der Mann muss Alumatra ist es nicht. Aha. Ich bin's nicht. Hanky ist es nicht. Und mein Bruder auch nicht. Ja, weißt du, das haben wir nicht so. Wir haben, ich sag, keine Ahnung von der derzeitigen Meta, ne? Ja, die Person ist halt die Entscheidung trifft, muss am Ende die sein, die am meisten quasi gecoacht wird, weil die halt das letzte Wort dann hat bei Entscheidungen normalerweise. Ich sag wirklich vom... Nee, das haben wir nicht. Ja, da müsst ihr euch Mühe geben, weil sonst wird es einfach so ein Kauderwelsch, wo 5 Mann durcheinander schreien. Ne? Das ist dann manchmal auch anstrengender als eine Person. Ja, guck, und dann braucht man wieder einen Coach. Ja, da kann ich dann ins Game kommen. Ja, das stimmt, das ist krass. Ich sag euch irgendwas mit Fantasie. Ey, geiles Game. Ey, danke fürs Zocken. Geiles, viel gelernt als Support. Geil, Mann. Jetzt habe ich direkt Bock, wieder mit Romatra zu machen, dass wir weiterkommen. Der Account ist noch nicht Level 30, das ist jetzt Level 19,5. Wir müssen ja alle 30 kommen. Aha. Vielleicht so in der Woche nochmal und dann. Ey, wir sind super gern. Schnell da. Ja? Hit me. Viel Spaß beim Fußball und gute Besserung, okay, an Chef Strubbel, ne? Scheiße, stimmt. Ja, gute Besserung, Chef Strubbel, ne? Haut rein. Ich bin wirklich angeschlagen. Euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Jo, danke euch. Ciao. Ciao.